Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister im Islam und hallo an alle Nichtmuslime. Und zwar wollte ich heute mit euch ein Rätsel machen. Und zwar geht dieses Rätsel so: Ich sage einen Satz und in diesem Satz ist dieses Rätsel, also die Rätselfrage, vorhanden. Also das heißt, ich sage gleich was zu euch und ihr müsst dieses Rätsel lösen. Der Satz ist einfach, also ist jetzt nicht kompliziert, sondern der Satz, wenn ich ihn gleich sage, werdet ihr ihn verstehen. So, wenn ich den Satz gesagt habe, dann drückt bitte auf Pause bei dem Video, damit ihr Zeit habt zu überlegen und guckt mal, ob ihr dieses Rätsel lösen könnt. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich wünsche euch allen einen guten Flug. Das ist die Rätselfrage. Ich wünsche euch allen einen guten Flug. Was meint der wohl jetzt damit? Was meine ich damit? Drück auf Pause bei dem Video, weil am Ende kommt die Antwort. Überlegt ihr oder überlegt euch, was meint er damit? Ich gebe euch jetzt ein paar Minuten Zeit. Wie geht's dir, Bruder? Alles in Ordnung? Alhamdulillah, das ist der Kameramann. Okay, jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt die Antwort. Wahrscheinlich haben von euch jetzt wieder einige Play gedrückt. Die Antwort ist: Wir sind gerade auf der Erde um die Sonne am Schweben. Das heißt, wir sind gerade auf Planet Erde, auf einer Kugel, und wir fliegen gerade um die Sonne, und das mit über 1000 Kilometern pro Stunde. Über 1500 bis 600 Kilometer pro Stunde bewegt sich gerade diese Erde um die Sonne. Das heißt, wir fliegen gerade um die Sonne. Und das Schöne ist, ohne Pilot. Und stellt euch mal vor, wenn ihr am Flugzeug seid, viele Knöpfe, alles am Leuchten. Und diese Erde, sogar ohne Pilot und ohne Knöpfe und ohne Benzin, fliegt sie und wir drehen uns und wir merken nichts davon. Gepriesen sei der allmächtige Gott. Und was ich noch dazu sagen wollte, genau, das kann ich aber ablesen. Das Schöne ist, nicht nur die Erde ist in Bewegung, sondern wir sind ja auch in einer Milchstraße, in einer Galaxie, und diese bewegt sich mit, jetzt haltet euch mal fest, mit rund einer Million km/h pro Stunde. Das heißt, die Galaxie, in der wir sind, bewegt sich eine Million, also ich muss das hier ablesen, und das gesamte Sonnensystem, das heißt die Milchstraße, dreht sich mit etwa 280 km pro Sekunde, also rund einer Million km/h. Oh, wenn man da einen Blitzer aufbauen würde, ich glaube, da wird man richtig Kohle machen. Nur an wem soll man den Brief denn schreiben? An wem soll man dieses Strafgeld denn schreiben? Okay, das war dieses Thema. Jetzt ist das Rätsel gelöst. Das heißt, wir fliegen gerade mit der Erde um die Sonne. Da ohne Pilot, ohne gar nichts. Jetzt eine andere erstaunliche Sache. Dann nehme ich mal hier ein Steinchen, um euch das zu zeigen, was überhaupt hier so los ist im Universum. Viele Wissenschaftler sagen, und das ist auch anerkannt, und jetzt manche schreiben wieder, ja, das, dies, das. Diese Wissenschaftler haben ihr halbes Leben mit Wissen verbracht, und mit der heutigen Technik ist das so gut wie bewiesen, dass das ganze Universum einen Anfang hatte. Und sie sagen, die meisten Wissenschaftler, weil es auch gemessen worden ist durch technische Messungen und alles, das ganze Universum hat angefangen kleiner als ein Atompunkt. Aber wir nehmen mal das als Beispiel. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Universum ist sich immer noch am Ausbreiten, und die Wissenschaftler haben das zurückgerechnet, dass ein Anfang gegeben haben muss, weil sich das Universum ja immer noch am Ausbreiten ist. Das heißt, das hat alles angefangen mit einem kleinen Punkt, kleiner als ein Atom. Ich nehme dieses Steinchen jetzt nur als Beispiel. Jetzt meine Frage: Wie kann aus sowas auf einmal so bumm, so ein Universum passieren? Wer hat das überhaupt ausgelöst? Die Deutschen haben immer einen schönen Spruch: Von nichts kommt nichts. Das war nur eine Anregung von mir, um ein bisschen nachzudenken, dass es einen Schöpfer gibt, und vor lauter Rechnungen und alles und Hektik auf dieser Welt bekommt man gar nicht manchmal mit, wo sind wir gerade hier? Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist oder nicht. Deswegen machen Sie sich Gedanken, beten Sie zum allmächtigen Gott, zu dem einzigen Schöpfer, weil wer dies alles lenkt, wissen Sie, wer dies alles lenkt, der hat zu allem die Macht. Fahren Sie mal mit dem dicksten Wagen, mit der dicksten E-Klasse, da brauchen Sie nur über den Hubbel zu fahren, dann merken Sie schon die Erschütterung. Aber diese Erde, gucken Sie mal, wie lange leben wir schon? Noch nicht mal eine Erschütterung. Immer die gleiche Bahn, immer den gleichen Umlauf, ohne Benzin, ohne gar nichts.
Ich wollte diesen Rätselvortrag beenden mit einem Satz von einem Dichter. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Dichter war, habe ich mal im Videotext gelesen. Alle werden als Originale geboren, doch die meisten sterben als Kopien. Ich wünsche euch allen noch einen guten Flug.